Also, Chloe, könntest du eine Superkraft wählen? Welche wäre es? Weltfrieden! Die gute Nachricht ist, kein Zuschauer ist nachher hungrig. Wieso das? Weil sie die Antwort geschluckt haben! Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Hättest du einen Wunsch frei? Wie würde der lauten? Ich würde mir dann ein magisches Einhorn wünschen. Das den Weltfrieden pupst. Das ist Wahnsinn! Das ist meine Tochter! Gut, Chloe, was hast du für uns in der Talentrunde vorbereitet? Ich freue mich, dass Sie alle gleich Ihren Teleratschlag sehen werden. Sie wollte aus irgendeinem Grund lieber meinen Schleifentanz vorführen. Sieh sie dir an. Sie hat nicht ansatzweise Spaß. Das soll auch kein Spaß sein, Barb. Das ist Krieg. Großer Hank. Oh, kleiner Hank. Da ist was frei. Die Lady hat recht. Chloe muss unter dem Versuch leiden, sich unseren Traum zu erfüllen. Ich glaube, leiden ist ein bisschen übertrieben, denkst du nicht? Talentiert. Okay, ich verstehe. Was habe ich getan? Nichts, das man nicht wieder gut machen kann, Großer. Ich bin an der Snackbar. Was für ein netter, weiser Fantasiejunge. Hast du mit dem kleinen Hank geredet? Nein, ich habe ihm zugehört. Chloe, hör auf. Ich muss akzeptieren, dass ich diesen Wettbewerb vor Jahren verloren habe. Ich hätte dich nicht dazu zwingen sollen. Tut mir leid. Ich vergebe dir, Daddy. Oh, gehen wir nach Hause. Warte, du musst vorher noch was machen. Wirklich? Du musst ihnen zeigen, wie es läuft, Baby. Wir heiraten irgendwann diesen Rockstar? Das tun wir, kleine Bar. Es war einmal vor langer Zeit in einem Land weit, weit weg ein bildschönes Mädchen mit dem Namen Chloe die Süße. Alle haben sie gern gehabt und sie mochte die anderen, außer den bösen Sheriff. Hallo, Pöbel. Seht mich an. Sheriff Maxingham. Was ist mit dir, kleines Mädchen? Hast du irgendetwas von Wert für den König? Nope. Oh, was ist mit den goldenen Hausschuhen? Reich sie mir rüber, Hobbitkind. Hey, damit kommst du nicht davon, Sheriff Keule. Ach ja? Und wer will mich aufhalten? Ich hab vor, dich aufzuhalten. Und du bist? Phoebe Hood, Beschützerin der Schwachen und Menschen, die sich keine Dusche leisten können. Und so fingen Phoebe Hood und ihre muntere Truppe an, jedem seine Sachen zurückzugeben. Aber die Hausschuhe von Chloe der Süßen waren nicht zu finden. Du musst Phoebe Hood loswerden. Wie? Ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Tja, schaffst du's nicht? Sag ich allen, dass du eine Perücke trägst. Das war ein Geheimnis zwischen zwei Freunden. Moment, ich habe eine Idee. Wenn wir sie nicht finden können, können wir sie vielleicht zu uns locken mit einem Bogenschießwettbewerb. Sie kommt doch nie. Doch, sie wird kommen, denn diese Schuhe sind der große Preis. Güldenes Gut. Wenn Phoebe Hood die gewinnen will, sind wir beide auf sie vorbereitet. Macht Platz für den König. Genau so geht das. Ich schätze, diese goldenen Hausschuhe gehören ganz mir. Es sei denn, dass jemand hier nun mich überbieten kann. Ich würde es gern versuchen. Du? Meinetwegen. Aber beeil dich. Ich habe einen genialen Plan, jemanden aufzuspüren. Psst. Ich bin so froh. Endlich bist du mit dem fettigen Ding durch. Ich auch. Jetzt wende ich mich diesem bösen Bissen zu. Oh. Hurra! Der Pfeil des Sheriffs wurde in zwei
geteilt. Du hast meinen Lieblingspfeil zerteilt. Nur ein Bürger des Königreichs könnte so etwas. Oh. Phoebe Hood! Ich wusste, du könntest nie den Hausschuhen widerstehen. Wachen! Ergreift sie! Bitte wirf Phoebe Hood nicht aus dem Reich. Sorry, Kleine. Ich kann unmöglich gleichzeitig gut aussehen und höflich sein. Doch, du kannst. Lasst uns zum Schleudern kommen! Daran denkst du am besten nicht mal. Maxingham, was tust du denn da? Für die Gerechtigkeit und Kinder mit Hausschuhen kämpfen. Wachen! Ergreift sie! Du bist ein guter Mensch und darfst nicht am Nordpol stranden. Wovon laberst du? Vergiss es, gib mir dein Schwert. Wirklich? Wenn ich mich nicht irre, gehören diese hübschen Schüchen dir. Meine goldenen Hausschuhe. Von nun an stehle ich für das Gute, nicht für das Böse, wenn ihr das zulasst. Was sagst du, Chloe? Darf sich Maxingham unserer munteren Truppe anschließen? Ja! Na gut, Kids, wir gehen jetzt. Max und Phoebe haben was vor, aber Cousin Blobben dürfte gleich hier eintreffen. Wieso brauchen wir denn einen Babysitter? Deswegen. Wieso darf ich nicht babysitten? Weil Chloe sich zu jedem Zeitpunkt an jeden Ort teleportieren kann und du keinen Becher halten kannst. Sei nicht so streng. Es ist schwerer, als es aussieht. Außerdem vertrauen wir dir nicht, weil du ein böser Schurke bist. Max ist auch böse. Und der babysittet andauernd. Max ist nicht böse, das ist doch nur so eine Phase. Das ist keine Phase. Ich bin böse. Blobben schreibt, er würde gleich reinplatzen. Thunderfamilie! Blobben! Blobben, wieso bist du aus einem Flugzeug gesprungen, ohne den Fallschirm zu benutzen? Ich habe in keinem Flugzeug gesessen. Meine Wissenschaftler bei Blobco haben mich herkatapultiert. Es ist klasse, unverwundbar zu sein. Ja, ja. Oh, wie niedlich. Ist das Chloe? Oh, bekommt der netter Cousin Blob eine Umarmung? Ist das der Milliardär? Er mehr. Cousin Blob! Oh, Hank und ich kriegen es kaum übers Herz, unsere Babys allein zu lassen. Oder nicht, Hank? Hank? Okay, wir fahren dann. Na dann, Kids, seid brav. Keine Sorge, sie sind in guten Händen. Hey, wer hat Bock, heute eine Rakete zu starten? Wir alle! Coole Rakete, darf ich mitfliegen? Nein, Chloe, das ist zu gefährlich. Außerdem hast du nicht Erster gerufen. Sorry, ihr könnt alle nicht mitfliegen. Nur eine kleine Spritztour über die Milchstraße. Nora, damit reist man durchs All, nicht über Milch. Milchstraße ist der Name unserer Galaxie. Dachte, die heißt Hermann. Blobco befördert damit Care-Pakete zu meiner Weltraumstation. Ja, das stimmt. Ich habe eine Weltraumstation. Starten wir sie doch endlich. Gut, zählen wir bis drei. Drei! Was? War das gerade nicht irre cool, Chloe? Wo ist sie hin? Oh nein! Ist sie in der Rakete? Chloe! Sie besucht jetzt Hermann da oben. Ich muss sie irgendwie retten. Bestimmt hat sie große Angst.
weiß, ihr wart ein furchtbares Pärchen. Das kannst du doch besser. Schon bald werden sie alle sehen, dass Colosso ein besserer Babysitter ist, als Blobbin es jemals sein könnte. Fass das nicht an! Such nach Sachen, die Blobbin ins Weltall befördern könnten, um Chloe zu retten. Ich habe Raketen gefunden. Und ich habe Sprühkäse. Bring sie hoch! Und du schnappst dir die Kekse. Okay, Chloe, du kannst rauskommen. Hab ich gewonnen? Nicht, bevor du die Feuerwehr kommen hörst. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Nein. Starte Hauptantrieb. Schubdüsen abfeuern. Raketentriebwerke los. Du bist unverwundbar! Du bist unverwundbar! Du bist unverwundbar! Hi zusammen! Was macht ihr da? Gleich, Chloe! Wir sind dabei, dich zu retten! Chloe? Brich den Start ab! Brich den Start ab! Es klappt nicht! Und komm schon! Das, was eben passiert, wenn du deine Kinder einem Einfallspinsel anvertraust. Ich bevorzuge einen Einfallspinsel gegenüber einem Schurken. Besonders einen Unverwundbaren, der kostenlos arbeitet. Blobbin, du darfst bei uns babysitten, wann auch immer du willst. Ja! Ja! Hier kommen die Feuerwehrautos. Gewonnen!